Du möchtest alle 2 Minuten 38 Euro verdienen und das ohne jegliche Vorerfahrung, weltweit möglich, ohne Startkapital und ohne Risiko, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Denn ich zeige dir eine geheime Webseite, mit der genau das möglich ist. Hallo, hier ist Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einer ganz besonderen Methode, die du so garantiert noch nicht gesehen hast, weil kaum jemand die Webseite kennt, die dir sämtliche Arbeit abnimmt. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du es schaffen kannst, alle 2 Minuten 38 Euro zu verdienen, und zwar ohne jegliche Vorerfahrung. Du kannst es weltweit machen, um deine Reichweite noch zu erhöhen, und ich zeige dir im Rahmen dieses Tutorials eine völlig unbekannte Webseite und erkläre dir, warum dir kein anderer YouTuber diese Webseite bisher zeigen konnte, sodass du wirklich ohne jegliches Startkapital und ohne Risiko anfangen kannst, online Geld zu verdienen. Du musst nur ganz genau der Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Video folgen. Wenn du solche Anleitungen cool findest, dann lass mir doch gerne schnell ein Like für dieses Video da, das würde mich total freuen, und vielleicht sogar noch besser ein Abo. Und wenn du ganz rechts oben auf die Glocke klickst und alle Benachrichtigungen aktivierst, dann kriegst du automatisch eine Information, wenn es hier bei Geniale Geldideen mindestens 2-mal pro Woche neue geniale Geldideen zum Geldverdienen im Internet und zum smarten Investieren gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Aber gucken wir mal schnell rein, was du überhaupt verdienen kannst. Wenn ich sage, du kannst in 2 Minuten 38 Euro verdienen, dann würde das bedeuten, innerhalb einer Stunde, also in 60 Minuten, müsstest du eben diese 38 Euro mal 30 nehmen, weil alle 2 Minuten du eben dieses Geld verdienen kannst. Dann hättest du die Möglichkeit, tatsächlich innerhalb von einer Stunde, wenn du es intensiv machst, über 1000 Euro zu verdienen, theoretisch. Am Anfang geht das natürlich nicht, aber wenn du dranbleibst, hast du hier richtig viel Potenzial. Und das Erste, was du dafür wissen musst, ist, in welcher Branche und in welcher Nische du gleich Dienstleistungen anbietest, die du aber gar nicht selber erstellen musst. Das ist das Geniale an dieser Methode. Und dazu gucken wir ganz einfach mal auf der Plattform Fiverr. Fiverr ist eine Freelancing-Plattform, die es dir ermöglicht, deine eigenen Leistungen, deine eigenen Services dort anzubieten, und Menschen können das dann kaufen und bezahlen dich dafür. Und dann ist es natürlich sinnvoll, in den Bereichen unterwegs zu sein, die gerade sehr populär und angesagt sind. Das ist alles, was mit KI zu tun hat. Das sind aber auch hier WordPress-Website-Programmierung und Logo-Design. Und wenn wir hier mal draufklicken, dann siehst du, dass es hier viele, viele Freelancer gibt, die eben Logos für Startups, für junge Unternehmen etc., aber auch für Privatleute gestalten, und die sind gar nicht so aufwendig, wenn man sich das mal hier ein bisschen näher anschaut. Dennoch ist es so, dass so ein Logo-Designer unterschiedlich viel Geld dafür bekommt, für ein einziges Logo, hier zum Beispiel ab 10 Euro aufwärts. So ein Mensch hier nimmt 24 Euro für ein einziges Logo, dann gibt es aber auch welche, die viel, viel teurer sind, hier zum Beispiel 144 Euro für ein Logo-Designer. Das heißt, irgendwo mittendrin könntest du hier mit so einem Angebot sein, 39 Euro steht hier, und wenn wir uns den mal etwas näher anschauen, dann siehst du, dass dieser Verkäufer ganz einfache Logos anbietet. Das heißt, jemand kann buchen und sagt dann, was sein Unternehmen macht, was für einen Namen dieses Unternehmen hat, und dann gestaltet dieser Freelancer eben Logos, und das verkauft er für einen ordentlichen, stattlichen Preis, nämlich hier in diesem Fall 38,35 Euro. Das ist also das, was ich in meiner Beispielrechnung reingesetzt habe, und da ist lediglich nur ein Entwurf drin, da ist ein transparentes Logo dabei, ein Vektor Grafik, eine druckbare Grafik, also eine Datei in Druckauflösung, und die Quelldatei wird mitgegeben, und das war es eigentlich auch schon. Und wenn du dir jetzt anschaust, dass hier alleine bisher 3.967 positive 5-Sterne-Bewertungen aufgelaufen sind und jedes Mal nur das Basispaket verkauft worden wäre, also für 38 Euro, also 3.967 mal 38, dann weißt du, dass dieser Mensch hier schon alleine mit dieser Logo-Gestaltung für so einfache Logos über 150.000 Euro verdient hat. Also da ist richtig Musik drin. Wenn du weißt, wie du diese Leistung, diese Logo-Gestaltung selber erstellen kannst, und zwar ohne einen Cent dafür zu bezahlen und ohne einen Finger krumm zu machen, innerhalb von nur 2 Minuten mit der geheimen Webseite, die ich dir jetzt zeige. Wenn du das Video bis hierhin cool findest und solche Ideen magst, dann noch mal kurz die Erinnerung, lass mir bitte ein Like da, ich freue mich da total drüber. Und vielleicht auch einen netten Kommentar unten in den Kommentaren. Das freut mich immer, wenn ich weiß, was ihr von den Methoden, die ich in diesen Videos vorstelle, haltet. Denn dann mache ich gerne natürlich weitere Videos rund um diese und ähnliche Themen. Vielen Dank dafür.
Wir machen uns also jetzt auf die Suche nach einem KI-gestützten, also künstlichen Intelligenz-gestützten Logo-Designer, der dir alle Arbeit abnimmt. Das heißt, du kannst kostenlos dann ohne Arbeit dieses Logo erstellen und verkaufst das dann auf Fiverr für zum Beispiel 38 Euro und kannst damit richtig viel Geld verdienen. Das Problem ist, wenn du versuchst, eine Webseite zu finden, die dir Logos erstellt, dann kommst du beispielsweise auf so etwas wie Looker, da gibst du ein, wie der Name des Unternehmens lautet und dann wird automatisch sowas erstellt. Du kannst das alles machen bis zu dem Moment, wo du auf Download klickst, denn dann poppt auf einmal ein Fenster auf und dann heißt es, du musst ordentlich dafür bezahlen, 60 oder 80 oder noch mehr Dollar oder Euro, wenn du diese Grafik dann runterladen möchtest und da kannst du natürlich niemanden mehr etwas verkaufen, da machst du keinen Gewinn. Ähnliches ist bei Logomaster AI beispielsweise. Hier steht sogar, wie das Pricing letztendlich ist, wenn du ein KI-gestütztes Logo dir machen lässt. Da bist du in einer Range zwischen 29 und 121 Euro. Also das kommt auch nicht in Frage. Und so geht das Ganze weiter, bis ich die Webseite gefunden habe, die ich dir jetzt vorstelle. Und zwar ist es My Free Logo Maker. Die URL ist myfreelogomaker.com. Viele kennen diese Webseite überhaupt nicht und darum gibt es auch wenige Menschen, die diese Methode bisher vorgestellt haben. Und wenn, dann nur, indem du selber Startkapital einsetzen musst. Das ist hier, wie gesagt, überhaupt nicht notwendig. Wir lassen uns also jetzt hier innerhalb von 2 Minuten, das war meine Ansage im Videotitel, ein Logo gestalten. Und es würde so laufen, du stellst einen Gig, also ein Angebot auf Fiverr ein, wie das funktioniert, zeige ich dir gleich und bietest eben Logogestaltung an und lässt dir dann ganz einfach den Namen des Unternehmens sagen, ein paar Farben, die diese Menschen gerne hätten und ein paar weitere Informationen, in welche Richtung das gehen soll. Und diese Informationen nimmst du und gibst sie hier dann ein. Nehmen wir mal an, jemand käme auf dich zu und sagt, ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Geniale Geldideen und ich möchte mir jetzt ein cooles Logo gestalten lassen. Dann gibst du also hier Geniale Geldideen ein, klickst auf Get Started und kannst dann noch erklären, worum es geht, in welchem Bereich dieses Unternehmen unterwegs ist. Zum Beispiel Make Money Online. Und dann kannst du dir ein paar Logos, die hier schon als Vorlagen drin sind, auswählen, damit die KI weiß, in welche Richtung sie also entsprechende Logos gestalten soll. Und dann könnte ich zum Beispiel mir das hier auswählen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und was ist noch ganz interessant? Das hier gefällt mir ganz gut. Und vielleicht dieses hier ist auch nicht schlecht. Dann klicke ich auf Continue und wähle dann noch die vorherrschende Farbe aus. Und ihr wisst, meine Gestaltung ist immer so ein bisschen eher grünlich. Also klicke ich auf Grün, auf Continue. Und könnte dann jetzt hier, wenn ich wollte, noch einen zusätzlichen Slogan, einen Untertitel meines Unternehmens reinsetzen. Und das kannst du dann auch abfragen von deinem Kunden. Klickst wieder auf Continue und ihr seht, wir sind jetzt bei etwa 1 Minute. Dann kannst du noch bis zu 5 Symbole auswählen, die auf dem Logo letztendlich vielleicht auftauchen könnten. Und ich suche mal zum Beispiel nach Money, also nach Geld, weil es ja ums Online-Geldverdienen geht. Klicke auf Suchen und dann gibt es hier schon ein paar Logos zur Auswahl, zum Beispiel hier so ein Geldsack oder ein Geldschein oder gib mal Money Online ein. Dann ist hier noch ein Computer sogar dabei, gefällt mir auch oder so etwas beispielsweise. Klicke auf Continue. Und dann wird jetzt in diesem Moment komplett automatisiert mit künstlicher Intelligenz eins bzw. mehrere Logo-Entwürfe gestaltet. Und je weiter ich hier runterscrolle, umso mehr Logo-Ideen generiert mir die KI. Und da sind Sachen dabei, die schon mal gar nicht so schlecht sind. Also sowas finde ich zum Beispiel sehr, sehr stylisch. Ein bisschen reduzierter ist das, was ich hier oben gesehen habe, das hier. Das finde ich zum Beispiel gut. Wenn ich jetzt auf Customize klicke, dann kann ich das noch entsprechend anpassen. Hier auf der linken Seite kann das Layout entsprechend noch bearbeiten. Also das ist das, was du machen könntest, wenn du wolltest, falls dein Kunde eben nicht mit dem Logo, so wie es automatisch hier vorgeschlagen wurde, zufrieden ist. Und dann kannst du rechts oben auf Download Free klicken. Das Logo wird heruntergeladen und du kannst es dann hier auf deinem Gig bei Fiverr ganz einfach dem Kunden zur Verfügung stellen und schicken. So einfach ist die Methode und sie ist wirklich so einfach. Da ist nichts Schlimmes bei, du gehst kein Risiko ein und das ist auch ganz wichtig, du kannst es rechtlich einwandfrei machen. Du darfst diese kostenlos erstellten Grafiken tatsächlich weiterverkaufen. Und das ist eben das Besondere, was andere nicht anbieten. Wenn du auf der Homepage mal auf What You Get klickst,
Dann siehst du hier, du bekommst für 0 Dollar, also komplett kostenlos, ein Logo und ein Brand Package. Und da drin hast du 4 hochauflösende PNG-Files, also Dateien, und zwar inklusive einer Schwarz-Weiß-Version, einer farbigen Version, einer transparenten Hintergrundversion, außerdem Vektorgrafiken, also alles das, was dieser hochprofessionelle Designer bei Fiverr ebenfalls angeboten hat, was du eben diesen Kunden hinterher mitgeben kannst und auf Wunsch sogar als zusätzliches Add-on noch ein Visitenkartendesign und so weiter, was alles zusätzlich dir noch Geld einbringen kann. Und das Wichtigste ist dieser Punkt hier, Full Commercial Ownership. Das bedeutet, du kannst damit machen, was du möchtest. Du darfst es als dein eigenes Business-Logo verwenden, du darfst es weiterverkaufen und so weiter. Also ein richtiges Geschäft dir damit aufbauen. Und das bietet keine andere Webseite. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass ich als einer der Ersten diese Webseite überhaupt dir heute hier vorstellen kann. Und der letzte Schritt, den du machen musst, ist ganz einfach auf fiverr.com auf Freelancer werden zu klicken. Dann kannst du dich auf jetzt anmelden, registrieren, entweder mit deinem Facebook- oder Google-Account oder deiner Apple-ID oder ganz einfach eine E-Mail-Adresse vergeben und kannst dann deinen ersten Gig, also dein erstes Angebot, veröffentlichen. Wenn du dann registriert bist, klickst du auf Create a New Gig rechts oben in deinem Account. Und dann kannst du ganz einfach hier eingeben, was du denn anbietest und kannst dich dann natürlich hier an den erfolgreichen Designern orientieren, also diesen Text hier rauskopieren und hier reinkopieren. I will do business logo design oder I will create a professional high resolution business logo design. Dann ist es noch ein bisschen professioneller. Dann wählst du die Kategorie aus, ist aber hier schon als Vorschlag vorgegeben. Graphics und Design, Logo Design, das kannst du ganz einfach hier übernehmen, kannst dann hier reinschreiben, was du für Logos anbietest, und das können ja alle möglichen sein, das kann minimalistisch sein, das kann eine Unterschrift sein, das kann aber auch ein modernes Design sein, das kannst du ganz einfach hier vorschlagen, gibst dann positive Keywords für deinen Gig ein, wie Logo, Design, Marketing und so weiter. Und da musst du hier entsprechend zustimmen, dass das deine eigene Kreation ist oder von deinem Team und also keine gesetzlichen oder rechtlichen Probleme dadurch entstehen können, weil du keine Copyright-Probleme damit bekommst. Tust du auch nicht, weil du darfst die Sachen ja weiter verkaufen und sie sind von der künstlichen Intelligenz gestaltet worden. Du klickst auf Save und Continue. Und hast hier dann die Möglichkeit, deine 3 Pakete, es gibt immer Standard, Basis und Premium bei Fiverr anzubieten, wo du dann entsprechend nicht nur ein Logo gestalten kannst, sondern zum Beispiel mehrere Revisionen hast im Standard- oder im Premium-Paket. Das heißt, die Kunden haben zum Beispiel 2 oder 3 Mal noch die Möglichkeit, an dem Logo Veränderungen durch dich vornehmen zu lassen und so weiter. Oder du lieferst halt schneller und du hast ja gesehen, innerhalb von 2 Minuten ist so ein Logo auf Basis weniger Informationen komplett automatisiert erstellt worden. Dann klickst du einfach nur noch auf Save und Continue und hast dann die Möglichkeit, ganz einfach deinen ersten Gig bei Fiverr zu veröffentlichen, entsprechende Testbilder hinzuzufügen, sodass du auch einfach in dein Portfolio ein paar Beispiel-Logos ganz einfach reinsetzen kannst. Da kannst du einfach dir einen fantasiefreien Lauf lassen, einfach für dich selbst irgendwelche Fake-Logos erstellen von irgendwelchen Unternehmen, die es geben könnte, damit man sehen kann auf deinem Gig, wie professionell die Logos sind, die du denn da so gestaltest. Und dann sollte es relativ einfach möglich sein, deinen ersten Gig hier zu platzieren. Wichtig ist, du wirst nicht sofort Geld verdienen, du musst ein bisschen Aufwand reinstecken, du musst wirklich Herzblut reinstecken, dass die Logos, die du gestaltest, auch schön aussehen, aber dann hast du die Möglichkeit, das wirklich hoch zu skalieren. Du siehst ja, wie viel Geld man damit verdienen kann. Du kannst es weltweit anbieten, auf Deutsch, auf Englisch, wenn du der englischen Sprache mächtig bist. Und das Tolle ist, du hast kein Risiko und musst keinen einzigen Cent in Vorleistung gehen. Das heißt, du kannst sofort loslegen, es einfach ausprobieren. Erstmal deine Freunde, Verwandte und Bekannte bitten, einfach mal so einen Gig zu buchen, damit du ein paar positive Bewertungen kriegst, damit in den Suchergebnissen bei Fiverr dein Gig als Logo-Designer noch ein bisschen weiter nach vorne gepusht wird. Du kannst deinen Gig bewerben auf Facebook, auf Pinterest, indem du ganz einfach coole Pins mit deinen Logos erstellst. Also dir ein richtiges Business um diese Herangehensweise aufbauen, sodass auch du damit beginnen kannst, in nur 2 Minuten Aufwand 38 Euro oder sogar noch mehr zu verdienen, immer wieder und wieder.
Übrigens, wenn du gar keinen Aufwand reinstecken möchtest, aber trotzdem richtig viel Geld ganz passiv verdienen willst, dann mach doch mit bei unserem Community-Projekt. Da habe ich es geschafft, in der letzten Woche an nur einem einzigen Tag für euch 32.000 Euro zu erwirtschaften. Und ihr müsst dafür nichts tun, außer einmal auf einen Knopf zu drücken. Wie genau das funktioniert, erfährst du, wenn du links auf das Video klickst, was ich dort eingeblendet habe. Also schau einfach rein, lass dich verblüffen und begeistern von unserem Community-Projekt. Wäre toll, wenn noch weitere Menschen dazukommen. Also zögere nicht, klick einfach auf das Video. Wir sehen uns gleich dort.